Rückenkurs mit wenig Equipment. Mein Rückenkurskonzept kostenlos für dich als Geschenk. Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Heute möchte ich dir mal mein endlich schmerzfrei Rückenkurskonzept vorstellen, dir mal ein bisschen erzählen, wie ich auf die Idee gekommen bin, was da dahinter steckt und am Ende natürlich auch, wie du das Ganze umsetzen kannst. Und am Ende möchte ich dir auch dieses Konzept kostenlos zum Download zur Verfügung stellen. Also kommen wir erstmal am Anfang zu der Idee, wie ist diese Idee zu dem endlich schmerzfrei Rückenkurs entstanden. Und zwar bei uns im Studio gibt es jetzt keinen extra Kursraum oder sowas, sondern wir haben einfach so eine Functional Trainingsfläche, wo wir eben immer Functional Trainingskurse geben. Ich hoffe, den meisten ist Functional Training ein Begriff. Ich denke schon, es sind einfach bestimmte Übungen, die man dann in so einer Art Zirkeltraining macht und wo man dann eben super Kurse mitgeben kann. Aber es ist natürlich so, dass Functional Training ähnlich wie das CrossFit ein bisschen anstrengender ist und da natürlich etwa oder generell mehr jüngere Leute mitmachen als ältere Leute mit. Also auf jeden Fall keine Leute über 50 oder über 60, da sieht man die eigentlich selten bei so einem Functional Training. Es hat aber trotzdem viele Vorteile eben, wenn man im Studio Kurse anbietet, eben einmal, weil man eine Bindung zu den Mitgliedern bekommt, weil man das Mitglied selbst auch ans Studio binden kann, weil die anderen Mitglieder sehen, es wird gut betreut, es ist was los im Fitnessstudio. Ja, also es gibt viele positive Gründe, warum Gruppentraining im Fitnessstudio Sinn macht und deswegen habe ich mir halt gedacht, hey, wir haben jetzt schon einen Kurs für die jüngere Generation, wir bräuchten noch was für die ältere Generation und so bin ich dann auf das Thema Rücken gekommen, weil natürlich im Alter, wer kennt es nicht, dass viele Leute Rückenschmerzen haben, laut Statistik glaube ich 80% der Deutschen haben Rückenschmerzen und deswegen passt es natürlich hier sehr perfekt rein. Und als ich diese Idee hatte, haben sich erstmal zwei Hauptprobleme in den Weg gestellt. Das erste war, wir hatten keinen extra Kursraum, also muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Und zweitens, wir haben auch gar nicht so viel Equipment, dass wir so einen Kurs, so einen klassischen Rückenkurs machen können, wo eben einer vorne steht und jeder dieselben Übungen nachmacht. Weil wenn es auf diese Art und Weise passiert, braucht man natürlich für jeden Teilnehmer einen Satz Equipment und so viel hatten wir leider nicht im Studio da und haben wir auch nicht vor eben zu kaufen. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, warum nutzt man nicht eigentlich diese Elemente aus dem Functional Training, dass man eben auch eine Art Zirkeltraining macht auf dieser Functional Trainingsfläche und dann spart man natürlich auch an Equipment, weil dann braucht man immer nur pro Station eben ein Equipment und dann macht jeder Teilnehmer trotzdem alle Stationen durch und trotzdem, wie gesagt, alles trainiert und jede Übung richtig ausgeführt und das war dann sozusagen die Lösung dafür, dass ich eben einfach ein Rückenkurskonzept für diese Functional Trainingsfläche entworfen habe, basiert auf einem Zirkeltraining. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass wir schon bestimmtes Equipment aus dem Functional Trainingsbereich dort hatten. Ich möchte dir aber noch mal kurz zeigen, was ich noch extra dazugeholt habe, beziehungsweise was ihr alles für dieses Rückenkurskonzept braucht. Und zwar natürlich als allererstes braucht man bei so einem Zirkeltraining Bodenmatten, die aber sowieso jedes Fitnessstudio haben sollte. Dann wäre gut, wenn man hat einen halben Bosu-Ball, den man sozusagen auch umdrehen kann und dort dann verschiedene Stabilisationsübungen drauf machen kann. Dann ein Erics-Kissen, das ist die Light-Variante dann von dem Bosu-Ball, das wäre auch gut, wenn man das hat. Dann braucht man auch verschiedene Tubes in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, damit man eben Übungen wie Rudern oder Butterfly Reverse oder so ausführen kann. Dann braucht man einen PC-Ball, das sollte auch eigentlich jedes Studio haben, also einfach so einen großen Gymnastikball, dort kann man auch viel mitmachen. Und dann wäre noch gut, wenn man eine Black Roll und eine Pilates-Rolle, eine lange Pilates-Rolle hat, um auch hier nochmal ein bisschen Faszien trainieren zu können zum Beispiel oder auch ein bisschen Mobilisationsübungen wieder mit reinzubringen. Und du merkst schon, das sind jetzt 7 Sachen, die ich aufgezählt habe, das meiste hat man wahrscheinlich schon im Studio da. Und es ist eine Investition von, keine Ahnung, 200 oder 300 Euro und das ist für ein Fitnessstudio eigentlich fast nichts, aber man kann eben sehr viel damit machen und sehr viel damit erreichen, wenn man eben dieses Rückenkurskonzept hier hat. So, nun schauen wir mal direkt in das Konzept rein und schauen uns mal ein bisschen an, wie das Ganze so aufgebaut ist. Und zwar, hier am Anfang habe ich natürlich erstmal ein schönes Deckblatt vorbereitet. Danach erkläre ich erstmal ein paar allgemeine Sachen zum Thema Rücken, den Ablauf des Kurses, das Ziel dieses Kurses, warum man den Kurs überhaupt machen sollte, erkläre ich ja auch schon teilweise in dem Video. Dann gehe ich eben auf Rückentraining und Rückenschmerzen ein, habe eben aus meiner Erfahrung rausgeschrieben, was so die häufigsten Gründe für Rückenschmerzen sind. Das ist einfach Verspannungen, das ist an erster Stelle, fast jeder hat Verspannungen. Danach kommen einfach Schmerzen im unteren Rücken aufgrund von atrophierter Muskulatur oder sowas. Dann gibt es häufig einen Bandscheibenvorfall, Hohlkreuz, Rundrücken und natürlich Skoliose ist auch manchmal mit dabei. Und dann gehe ich hier bei jedem dieser Krankheitsbilder, also Verspannungen, Schmerzen, Bandscheibenvorfall und sowas alles,
habe ich hier noch ein extra kleines Kapitel vorbereitet und erstmal die Ursachen von Verspannung beschrieben, was ist eine Verspannung und wie entsteht das Ganze. Dann habe ich eben präsentiert, was die Lösung dafür ist, also was man machen muss, um eben Verspannung loszuwerden. Und dann gehe ich eben auf verschiedene Übungen ein, die eben für diese oder gegen diese Verspannung helfen können und die man machen kann, um eben ja, keine Verspannung mehr zu haben und die man eben in diesen Kurs hier mit einbauen kann. Wenn irgendeine Übung nicht klar ist, dann habe ich hier das immer noch so mit kleinen Bildern verdeutlicht, dass man auch eben genau weiß, was diese Übung bedeutet. Und ja, bei diesen Übungen, die wiederholen sich natürlich teilweise bei den verschiedenen Krankheitsbildern, weil zum Beispiel natürlich bei Verspannung ist zum Beispiel Rudern mit einem leichten Tube gut, aber zum Beispiel auch bei dem Rundrücken ist natürlich auch Rudern mit einem leichten Tube gut. Und deswegen wiederholen sich manche Übungen. Es kommen aber auch immer wieder neue Übungen hier mit dazu. Man sieht es hier deutlich an den Bildern. Hier, bei allen Übungen, wo ich so eine Matte hier drunter legen habe, da hatten wir noch kein Erics-Kissen da, da solltet ihr aber lieber ein Erics-Kissen nehmen, nur mal schon mal als Info. Und ja, so ist dieses ganze Ding aufgebaut und ja, zu jedem Krankheitsbild eben genau dieses, die Ursachen, die Lösung und verschiedene Übungen. Man könnte diese Übungen aus dem Rückenkurskonzept in verschiedene Kategorien unterteilen. Zum Beispiel das erste wäre Mobilisationsübungen. Zum Beispiel, um eben die Wirbelsäule zu mobilisieren, eignet es sich, mit einer Blackroll oder einer Pilatesrolle zu arbeiten. Einfach, ja, um das Ganze so ein bisschen zu bewegen und aus dieser Alltagshaltung rauszukommen. Dann gibt es natürlich Stabilisationsübungen, die eben ja häufig einen wackeligen Untergrund haben, womit man eben auch gut die Tiefenmuskulatur erreichen kann, weil die ja im Alltag auch sehr selten angesteuert wird. Dann gibt es einmal eben ganz normale Kräftigungsübungen, die eben die Muskulatur kräftigt, die eben bei Leuten mit Rückenschmerzen atrophiert ist, zum Beispiel eben der Unterrücken, zum Beispiel eben Gluteusmuskulatur, zum Beispiel eben Bauchmuskulatur. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Dehnübungen, natürlich, weil man hier auch den Brustbereich dehnen muss, wenn man eben hier eine vorgezogene Schulter hat. Die Dehnübungen sind aber eher etwas begrenzt, weil ja, die sollte man eigentlich kennen und man sollte eigentlich wissen, wie man zum Beispiel die Brust oder die vordere Schulter dehnen kann. So, und jetzt als letztes möchte ich dir noch kurz verraten, wie du das Ganze jetzt konkret bei dir im Studio umsetzen kannst. Zuallererst musst du natürlich das Konzept mit deinem Chef besprechen, fragen, ob du das Ganze umsetzen kannst, ob du das Ganze umsetzen darfst und ob das für euch in eurem Studio Sinn macht. Dann musst du es natürlich mit deinem Team auch noch besprechen, dass eben jeder Mitarbeiter auch diesen Rückenkurs sozusagen durchführen könnte. Dann musst du dir natürlich das Equipment besorgen, das man dafür braucht. Musst du es natürlich auch wieder mit deinem Chef absprechen, wie viel Budget du da hast, was du da alles bestellen darfst oder sagst halt ihm einfach, er soll es ganze Zeug bestellen. Da musst du dir einen passenden Zeitpunkt raussuchen, das heißt einen passenden Tag und eine passende Uhrzeit, wo eben vielleicht ein paar ältere Leute da sind, wo vielleicht ja, es einfach passen würde bei dir im Studio. Dann musst du einen Aushang natürlich im Studio machen, dass eben auch Leute wissen, dass es demnächst einen Rückenkurs gibt und das Ganze auch auf Facebook posten und natürlich auch ganz wichtig, eben die Leute auf diesen Rückenkurs drauf ansprechen, hey, da und da ist der Rückenkurs, komm noch vorbei, ich freue mich schon auf dich, dass eben auch darüber gesprochen wird. Punkt Nummer 5, am Tag selber suchst du dir eben 10 Übungen aus diesem Rückenkurskonzept heraus, bereitest diese auf deiner Fläche auf. Am besten machst du bei jeder Übung noch so eine, druckst du noch so eine Nummer aus und legst diese Nummer dort eben hin. Und dann, wenn es losgeht, schnappst du dir eine Stoppuhr, bestimmst deine Pause und deine Wiederholungszeit oder deine Pausenzeit und deine Belastungszeit und dann ja, geht's los. Du machst so ich mache meistens 2 Runden, man kann bei weniger Übungen auch 3 Runden machen und dann hast du in einer halben Stunde einen super Rückenkurs absolviert, hast eben deine Mitglieder begeistert, wenn du den Kurs natürlich gut machst, hast den Kundennutzen erhöht, hast deinem Chef einen Vorteil gebracht, alle haben einen Vorteil und ja, das habe ich auch gemacht bei mir im Studio, ist bis jetzt sehr gut angekommen, der Rückenkurs steht auch immer noch und haben wir auch in den anderen Studios sozusagen integriert von uns und so sieht das Ganze dann aus, wenn man es in der Praxis umsetzt. Also hier machen wir jetzt die Kreuzheben, das heißt quasi Beine so nah und dann runter und aufrichten. Genau, runter und aufrichten. Und dass du den Fuß nicht absetzt, sondern der bleibt immer in der Luft und dann quasi. Genau, die Arme können hängen bleiben, also wir müssen die Arme nicht mehr nach oben ziehen, es reicht wirklich nur. Genau, super, perfekt. Und ich dachte mir, bevor ich das Ganze jetzt bei Kindle-Hochladungen für irgendwie 1,99 oder so verkaufe, mache ich lieber noch mal ein bisschen Eigenwerbung für mein Buch. Wenn du mehr Geld als Fitnesstrainer verdienen möchtest, dann check auf jeden Fall mal das Video ab, das ich hier oben in der Infokarte verlinke. Und deswegen gibt es jetzt dafür das Rückenkurskonzept komplett kostenlos für dich. Ich hoffe natürlich, du freust dich darüber und ich hoffe natürlich, du kannst etwas damit anfangen. Schreib mir auf jeden Fall mal dein Feedback, wenn du das Konzept gesehen hast, hier unter dieses Video. Würde mich auf jeden Fall mal brennend interessieren. Vielleicht hast du ja auch noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge.
Übungsvorschläge und ich werde dir das Ganze hier verlinken, einmal als PDF-Datei und einmal als Word-Datei, dass du das Ganze nochmal für dich selbst modifizieren kannst und selbst für dich anpassen kannst. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dann, dein Tim Gnalzig, Karriere als Fitnesstrainer und ciao!